Ja. Vielen Dank. Mein Name ist Thomas. Ich bin so eine Art Tim Bensko in hässlich. Ich mache mir langsam auch so Gedanken über die Welt. Ich werde langsam ein bisschen älter. Also ich bin jetzt noch nicht super alt, aber ich bin auch keine 20 mehr. Das merke ich langsam daran, dass ich so Komplimente bekomme von so 50-jährigen Frauen. Und ich kriege so diese ganzen weirden Gedanken. Zum Beispiel habe ich mich letztens gefragt, was, wenn treue Menschen einfach nur die sind, die sich besser selbst befriedigen können? Also... könnte ja sein. Was, wenn untreue Menschen doppelt stigmatisiert werden? Ja, weil nicht nur sind sie untreu und damit ja eh schon gesellschaftlich unten durch, sondern sie können sich auch noch nicht gut selbst befriedigen. Man sagt dann so, du Wichser. Und sie sagen, ja eben nicht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich ein sehr treuer Mensch bin und einen Text geschrieben habe, der da heißt, wenn alles anders wäre, und die Frage behandelt, was wäre, wenn alles anders wäre? Warum sind die Dinge genauso, wie sie sind? Alles könnte ja auch komplett anders sein. Dann sähen Politiker aus wie Menschen und nicht wie böse Zauberer in einem Disney-Film. Versicherungen würden einen versichern, Fleisch wäre aus Fleisch und alte Menschen richtig nett. Da. An der Stelle sieht man immer ungefähr, wie alt das Publikum ist. Ja? Also, ich habe das letztens in München vor so typischem Kabarettpublikum vorgelesen, also so 50-jährigen frustrierten Erdkundelehrerinnen. Da ist da so ein Raunen durch die Reihen gegangen, so hey. So aber nicht, Freundchen. Wart's nur ab, bis ich dich mit meinen Hautlappen von der Bühne fetze. Wenn alles anders wäre, würden Bäume harzen mit TZ. Bäume wären richtig faul, die würden den ganzen Tag nur herumlungern. Und wenn man sagen würde, hey Baum, such dir mal einen Job, würden sie antworten, hast du Blättchen? Trauerweiden würden sagen, hat doch eh alles keinen Sinn. Pappeln würden sagen, ein Glück, dass ich weiß und privilegiert bin. Tannen würden sagen, ich heiße Tanné. Im Fernsehen würden sie Kakerlaken mit pürierten C-Promis einreiben. Den Kakerlaken stünde der Ekel ins Gesicht geschrieben. Aber sie müssten da durch, um die Alimente zu zahlen. Und alle großen Städte hätten ein Problem mit Panda-Bären-Babys. Es wäre eine richtig süße Plage. Die Leute würden sagen, komm, lass uns zum Italiener gehen. Ich habe gehört, die räumen in der Küche ihren Müll nicht weg und haben Panda-Bären. Da müssen wir mal einen Kammerjäger vorbeischicken. Und Kammerjäger wären dann so kleine Mädchen, die Fotos mit ihrem iPhone machten und dabei rufen, nein, ist das sweet. Generell würden die Leute keine Fotos von sich selbst machen. Statt Selfies wären Other Reads, der letzte Schrei. Also Fotos von allen anwesenden Menschen außer einem selbst. Also ganz normale Fotos. Wenn alles anders wäre, würden Bienen Blüten Sex am Beispiel zweier fickender Menschen erklären. Bienen wären richtig versaut. Sie würden mit kleinen Dildos durch die Gegend fliegen und Blumen mit Handschellen fesseln. Der Frühling wäre die ekligste Jahreszeit. Er hieße nicht mehr Frühling, sondern 50 Shades of May. Wenn alles anders wäre, wären Leute freundlich. Einfach so. Die Person an der Kauflandkasse würde nicht fragen, wie der Einkauf war, weil sie das vertraglich muss, sondern weil es sie interessiert. Und man würde nicht etwas antworten wie, naja, geht so, war halt ein Einkauf, kennst du einen, kennst du alle. Sondern scheiße, war dieser Einkauf geil. Das war der Einkauf meines Lebens. Schon bei den Eiern dachte ich, das könnte der beste Einkauf meines Lebens werden. Aber dann hat das Schicksal immer noch mal einen draufgesetzt. Mit dem überteuerten Spüli und dem überteuerten Shampoo und den Boulevardblättern, die doppelt so teuer sind wie das Klopapier, weil die Scheiße schon drin ist. Wenn alles anders wäre, wäre dieser Text hier richtig furchtbar. Aber die Performance, hui, ihr macht euch keine Vorstellungen. Die Nachbarn würden die Polizei rufen, weil es ihnen zu leise wäre. Und die Polizei würde mich nach einer Strip-Einlage spontan verhaften, weil es ihnen zu dope wäre.
Alle hätten einfach eine richtig gute Zeit und darum geht es doch. Vielen Dank.